Hallo, schön, dass du da bist. Heute geht es um den Vergleich zwischen dem Enneatypen 1 und dem Enneatypen 4. Fangen wir damit an, warum kommt man überhaupt auf die Idee, die zwei zu verwechseln? Denn 1 ist ja dieses Steife und 4 ist eher so dieses Drama-Queen-mäßiges. Falls du dich wunderst, welchem Typ du angehörst und zweifelst zwischen 1 und 4, lass dir gesagt sein, du bist nicht der oder die Einzige, denn es gibt ganz bestimmte Typen von Typ 1 und Typ 4, die wirklich auf den ersten Blick sehr ähnlich sind. Dazu kommt ja auch noch, dass die 1 sich im Stress in Richtung der 4 bewegt und dieses Dramatische mit abbekommt und die 4 in ihrer Entspannung das eher abgeklärte, geordnete von der 1 übernimmt. Man kann es deswegen verwechseln, weil beide auf ihre gewisse eigene Art und Weise im Hinterkopf haben, wie die Welt sein könnte. Die Vier sieht, was andere haben, sieht den unerreichbaren Liebhaber, den Mann, den sie gerade, die Vier jetzt gerade fortgejagt hat, oder die Frau, die der Vierer jetzt gerade abgewiesen hat und jetzt ist sie weit weg und jetzt wünscht sich die Vier nichts sehnlicher, als den wieder herzuholen. Und das ist auch so dieser Grundgeschmack bei der Vier, dieses Sehnen. Die Vier, das ist halt dieser Gefühlstyp und ach und ach, das ist so dieses Sehnen und der Schmerz, in der sich die Vier ganz häufig zu Hause fühlt. Das ist so im Gefühl sein, ist so dieses Programm und dieses, das ist so, es hat nicht jede Vier gleich so extrem, aber es hat meistens diesen Untergeschmack von Sehnen. Die sieht halt eben, was da ist und sie hätte es gern, aber es ist dann auf einmal vor ihr, dann ist das dann doch viel zu viel Nähe und dann sieht sie wieder ganz woanders, wo was viel besser sein könnte und guckt sich das an, was sie dann vor sich hat und denkt sich, nee, ist der oder die doch jetzt die Richtige, so toll sind die es doch nicht. Dann schickt sie die wieder weg und dann ist auf einmal, ach ja, so schlimm ist es doch eigentlich gar nicht, es wäre doch so schön, wenn wir zusammen wären. Also es geht jetzt nicht immer so nur um Partnerschaften, aber es ist so dieses On-Off-Spiel, egal ob mit Partner oder mit anderen Dingen, was die Vier halt wirklich gerne macht. Und dieser Schwerpunkt in dem Nicht-Erreichbaren ist hier. Bei der Eins ist es so, die guckt sich mehr so die sachlichen Dinge an und guckt drauf und hat in sich, innen drin eben so dieses Bild. Also die Eins sieht immer sofort, was nicht passt, wenn die in einen Raum reinkommt und es ist alles voller Kristallleuchter und es sind Vorhänge an den Wänden und es ist alles hübsch geschmückt, kannst du darauf wetten, dass wenn sie gute Augen hat, dass die Eins sieht, dass da hinten an dem dritten Vorhang von links die Schärpe ausgewechselt wurde und deswegen die nicht ganz den gleichen Farbton hat wie die anderen. Und bei der fünften Schärpe von rechts, da ist die Schleife nicht ganz so akkurat geschleift wie die anderen. Das ist eine Sache, da kann die Eins gar nichts für. Die Eins hat dieses Idealbild. Deswegen sind auch bei den Einsen ganz viele Visionäre dabei, die wirklich sehen, wie die Welt da draußen aussehen könnte, wenn nicht das und das und das und das nicht stimmen würde. Also ja, das ist so das Geschenk, was die Eins eben auch mitbringt. Meistens löst sie das aber zumindest in der ungesünderen Form auf eine ganz dumme Art und Weise und nutzt rum und wird so ganz verhärtet. Und da bringt es natürlich nicht so wahnsinnig viel. Das sind so die unterschiedlichen Welten. Also die Eins sehnt sich. Die Eins hat nicht diese Sehnsucht. Die Eins, das ist eher so dieses Rigide. Die sieht, da passt was nicht und das muss doch geändert werden. Das kann doch gar nicht sein, dass das jetzt alles, also wie kann einem das denn nicht auffallen, dass das nicht stimmt? Wer hat denn solche Leute kann man doch nicht anstellen. Merkst du diesen Qualitätsunterschied in der Reaktion? Bei der Vier eben diese Gefühlsebene und bei eins dieses, was da so innen abgeht, was sie sich aber selbst nicht zulässt und von daher so ein ganz rigides, aufregendes Ärgerchen wird. Oh, du merkst darunter, da brodelt es aber ganz schön.
Ja, das ist so, wie man, das eine, wie man sie eben ganz gut verwechseln kann. Wenn man sich selbst beobachtet, merkt man dann aber ganz schnell, habe ich eher diese Sehnsucht auf dieser menschlichen, emotionalen Ebene? Oder ist es eher so dieses Einser-Ding? Ich überzeichne das immer, ne? Also es gibt aber einem so die grobe Richtung vor, wie das dann hinterher gemeint ist. Was eben auch ist, es gibt sowohl bei der 1 als auch auch bei der 4 die Menschen, die das Ganze so nach innen geben. Also die nicht dieses Drama nach außen machen, die gibt es ja auch bei der 4, und die nicht dieses Zetermordio nach draußen machen wie bei der 1, sondern es gibt die Typen, die dieses Drama eher nach innen schmeißen, also die dann das mit sich selbst ausmachen. Das sind die, die am meisten leiden, die so unauffällig leiden, dass es schon wieder auffällig wird. Also die stellen sich nicht von sich aus in den Mittelpunkt, sondern das sind die, die dann so am Rande sitzen, und dann warten, dass jemand kommt und bemerkt, wie sehr sie doch leidet. Aber zeigen möchte sie das ja nicht, denn sie möchte ja nicht auffallen. Aber eigentlich, also sie leidet schon, aber sie macht das ja mit sich selber aus. Denn ja, sie ist ja eigentlich, also sie ist ja selbst nicht so ganz in Ordnung. Und ja, sie kann da ja auch jetzt nichts dran ändern. Aber und dann, es gibt halt Menschen, die springen auf sowas sofort an und die sind dann bei ihr. Und das ist ihre Art und Weise, Menschen anzuziehen. Bei der 1 gibt es die wirken auch gar nicht so harsch und so hart wie andere Einser, die es auch nach innen kehren. Also die bei sich selbst merken, was da alles noch nicht stimmt. Und noch nicht stimmt heißt bei der 1 immer, ich nehme das Idealbild, multipliziere das mit 12, gebe es hoch 13 und dann haben wir das Idealbild mindestens. Und dem kann sie natürlich nie entsprechen. Und egal, wie hoch sie sich diese Latte setzt, sie kann da gar nicht rankommen. Und dementsprechend hat die Eins, das ist bei jeder Eins so, dieses Gefühl, nicht vollkommen zu sein, nicht zu genügen. Und bei dieser speziellen Eins ist es eben so, dass die dadurch mit sich selbst am allerhärtesten von allen umgeht und dann das Ganze nicht so nach außen schiebt, es sei denn, sie wird kritisiert, dann kann das schon mal richtig arglos gehen, denn die Eins kritisiert sich selbst am meisten. Und wenn sie von außen nochmal so einen Kritikpunkt kriegt, dann kann das mal richtig losgehen. Bei der 4 geht es auch los, aber es ist mehr dieses Drama losgehen. Und wie kannst du nur? Bei der 1 ist es, da kommt der Gegenschlag. Dann, das kann der Moment sein, wo auch selbst die ruhigste und in sich gekehrteste und an sich selbst am meisten rumnörgelnde 1 richtig ausholt und dann voll dagegen schießen kann. Und was beide gut können, da kann man es auch gut verwechseln, fällt mir gerade so auf, die merken sehr genau bei anderen Menschen, was da nicht passt. Das ist so angeboren. Und die merken sich das. Ob sie wollen oder nicht, die machen das nicht absichtlich. Und beide können dann, wenn es wirklich zu so einem Krach kommt, wo da oben was sich aushakt, können beide dagegen schießen und erwischen dich an deinen fiesesten Punkten. Die wissen genau instinktiv, wo sie dich am meisten verletzen können. Wobei das bei der 1 in der Regel mehr auf den Punkt getroffen ist. Also es ist so, das sind so, das ist so, ha, so, geben wir dir einen mit. Und bei der 4 ist es dann schon wieder so mehr so in dieses Drama hinein, wo dann, ja, dieses Theatralische dazu kommt und da dann auch noch mehr rein interpretiert wird, als es bei der 1, weil die 1 ist so kurz und knapp und präzise, dusch. Und bei der 4 ist es mehr so dieses dramatische Reininterpretieren. Wie gesagt, immer überzogen. Also es geht immer um den Grundgeschmack. Wenn die 1 im Stress ist, dann sinkt die eben auch in dieses Drama. Das heißt, wenn du eine sehr stressige Lebensphase hast, kann es sein, dass du von der 1
Also jetzt richtig, richtig, richtig stressig ist und du richtig so quasi auf dem Zahnfleisch gehst gerade, dann kann es gut sein, dass du dich nur noch in der 4 wiederfindest, in diesem dunklen, schwarzen Dramaloch. Es hilft immer ganz, also mir hat es immer geholfen zu gucken, wie war ich so mit so Anfang 20 in der meisten Zeit. Man muss halt da, also man muss sich nicht nur die momentane Lebenssituation angucken, wenn man sich den Typen rausfinden, wenn man den Typen rausfinden möchte. Ups, da hatte ich wohl den Faden verloren. Die 4 fehlte noch mit der Stressbewegung. Die Stressbewegung der 4 geht in die 2. Das heißt, wenn die 4 in einer ganz stressigen Lebenssituation ist, ganz extrem zu erkennen in partnerschaftlichen Situationen, dann bekommt die diesen klebrigen, an festhaltenden Touch von der 2. Dann ist da nichts mehr mit Drama und Wegschicken, sondern da ist dieses, oh, ich möchte dich festhalten. So, es hat so was, was richtig, ich nenne es immer Klebriges an sich. Also du, so wo die 1 sich eher dann zurückzieht, obwohl es wieder typenabhängig ist. Also es gibt welche, die gehen ins große Drama und es gibt welche, die gehen in dieses kleine Drama rein. Aber die 1 käme nicht auf die Idee, jemanden festzuhalten. Da geht die 4 her und dies ist dieses Gefühls-Image-Ding. So, die fängt dich an, jemanden festzuhalten, weil sie sich selbst danach bewertet, ob sie von jemand anders gemocht wird oder nicht. Das ist bei der 1 ein ganz anderer Geschmack. So, jetzt hoffe ich, dass ich dir weiterhelfen konnte, falls du zwischen der 1 und der 4 schwankst. Wenn dir das geholfen hat oder wenn du auf andere Typen wartest, dann abonniere gerne meinen YouTube-Kanal und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Videos und ich hoffe, du auch. Alles Liebe, deine Kerstin.